Salz ist ein natürliches Konservierungsmittel, das man seit der Antike verwendet, auch für den Stockfisch. Aber bei der Sardelle ist es nicht nur Konservierungsmittel, sondern es wirkt auch am Reifungsprozess mit. Dieser Prozess dauert mindestens 6 Monate, bei hohem Fettgehalt auch länger. Der Geschmack verfeinert sich, je länger die Sardellen im Salz liegen. Manche lässt man bis zu einem Jahr reifen. Man sieht an der Farbe, wenn die Sardelle reif ist. Sie hat dann von eher durchsichtig zu dunkelrosa gewechselt. Beim Reifen ändert sich auch die Festigkeit. Die Sardellen werden entflechtet und gewaschen. In Ligurien handelte man schon im 16. Jahrhundert mit gesalzenen Sardellen. Die Italiener brachten die Technik im 19. Jahrhundert nach Kantabrien. Die Reife entsteht dank der Enzyme, die die Sardelle in ihrem Verdauungstrakt hat. Darum nehmen wir den Fisch nicht aus. Die Enzyme verändern, dank des Salzes und des Drucks, die Textur, das Aroma und den Geschmack. Filetieren, entgräten und reinigen ist bei Ortis Handarbeit. Das hat Tradition. Es braucht nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch ein geübtes Auge für den Fisch. Sardellen enthalten wenig Fett, aber viel Jod und Eiweiß. Öl verhindert, dass Luft dazu kommt. So sind Sardellen lange haltbar. Ein zweiter Fisch bringt in Kantabrien Arbeit. Der Thunfisch. Einige Dutzend Fischer leben von ihm. Ebenso viele Firmen konservieren ihn. Die japanische Frischküche liebt den Blauflossenthun. Er ist überfischt. Für Konserven verwendet man meist weißen Thun. Er lebt im Rudel und schwimmt sehr schnell und weit. Dieser Fisch lebt östlich der Azoren. Da fischen wir ihn meistens. Aber dieser da kommt aus der Nähe von Irland. Sie werden einzeln mit Angeln gefischt. Das ist hier Ehrensache. Bei Tagesanbruch gehen die meisten Thunfische in Restaurants und Supermärkte. Weltweit werden nur 17% zu Konserven verarbeitet. Bei Conservas Ortis in Sumaya wird maschinell zersägt. Dann wird der Fisch blanchiert in leicht gesalzenem Wasser. Das Prozedere beruht auf Firmentradition und auf der Kenntnis vieler treuer Mitarbeiter. Produktionsleiter Agustin Urbieta etwa arbeitet seit 53 Jahren im Betrieb. Zum Transport der Behälter gibt es selbstverständlich Hilfsmittel. Aber zerteilt, entgrätet, geschält und eingelegt wird der Fisch von Hand. Man will möglichst viel behalten, aber alles Störende wie Gräten, Haut und Magen entfernen. Weißer Thun eignet sich besonders gut zum Konservieren, weil er dichtes Fleisch hat, fetthaltig ist und ein feines Aroma abgibt. An der Handarbeit hält auch die heutige, 5. Generation fest. Die Arbeit von Hand ist das Wichtigste für uns. Wir behalten das bei, weil dies die Qualität garantiert. Mal arbeiten die Leute hier, mal da, mal kommt der Fisch dorthin. Die Handarbeit bringt den Geschmack, den Gehalt und eine schöne Präsentation. Wir mechanisieren beim Zubringen, aber das Wichtigste machen wir weiter von Hand. Heute gilt der Fisch in Gläsern als modern. Konsumenten schätzen die Transparenz, die Einsicht in das, was man bekommt. Den Ton, eingedeckt mit Öl oder Essig. Das Unternehmen produziert einige Dutzend Spezialitäten aus Sardellen, Ton und Makrele,
dazu Fertiggerichte. Die 300 Mitarbeitenden arbeiten unregelmäßig, weil man sich am Fischfang orientiert. Gegründet wurde Ortis 1891. Der langjährige Mitarbeiter erlebte einige Veränderungen. Viel früher legte man den Fisch in Holzkisten. Dann verwendeten wir Blechbüchsen, heute Aluminium. Auch bei der Sterilisierung des Fisches änderte sich viel und bei der Hygiene. Heute haben die Tische rostfreie Oberflächen. Früher waren sie aus Holz. Hier wird Thunfisch für große Dosen für Restaurants zubereitet. Die Arbeit ist mit Handschuhen nicht zu verrichten. Die Konservendose ist 200 Jahre alt. Napoleon schrieb ein Preisgeld aus für die Erfindung des Haltbarmachens von Nahrungsmitteln, damit die Soldaten auf Kriegszügen nicht plündern mussten. 1809 erfand ein Pariser Konditor das Konservieren im Glas. Und ein Jahr später entwickelte ein englischer Kaufmann das Konservieren in der Dose. Der Ton wird mit Öl oder hier mit einer Essigmischung aufgefüllt. Danach gehen die verschlossenen Dosen zur Sterilisierung. Sie werden auf 70 Grad erhitzt. Das tötet Mikroorganismen ab. Bei Ortis behält man die Dosen 2 Monate im Lager. Erst wenn keine Mängel auftauchen, kommen sie in die Delikatessenabteilungen. Weltweit. Gänsekeulen. Sie sind fast aus den Küchen verschwunden. Eigentlich schade. Küchenchef Jan Hoffmann will in seinem Restaurant in Zürich nicht nur à la minute kochen, sondern eine Vielfalt an Geschmäckern anbieten. Unter anderem ein Gänsekeulen-Confit. Früher hat man das in einem Steinguttopf mit dem eigenen Fett eingemacht und im Keller über den ganzen Winter gelagert. Und es war luftdicht verschlossen im Fett und das war der Vorrat für den Winter. Zuerst wird gesalzen. Wir pökeln diese Keulen, es entzieht ihnen sehr viel Wasser und das ist eine gute Vorbereitung für das spätere Konfieren. Der Knoblauch und der Rosmarin sind so die mediterranen Geschmacksträger von diesem Gericht. Es harmoniert sehr gut mit der Gans. Man könnte aber auch Lorbeer, Pimentkörner oder andere Gewürze verwenden. Die Keulen lässt man mindestens 2 Stunden pökeln. Unterdessen wird ein Kürbis-Mango-Chutney zubereitet. Auch er ein idealer Vorrat für alle Küchen. Er ist einfach zu machen. Das Aufwendigste ist das Rüsten und Schneiden. Nebst Mango- und Chilischoten auch frischer Ingwer, den man auch raspeln könnte. Knoblauch, Zwiebeln, Peperoni. Ein Chutney ist eigentlich eine Würzpaste, die man sehr gut zu Fleisch, Reis, Nudeln, fast allem reichen kann. Es ist immer eine Mischung aus etwas Fruchtigem und einem Gemüse, etwas Süßem, also Zucker oder Honig. Und etwas Salziges. Jan Hoffmann verwendet auch Curry. Als süßes braunen Zucker, Rosinen und Datteln. Als saures kommt nebst Salz Limettensaft und Essig mit hinein. Ein Chutney gehört zur indischen Küche. Es vereinigt eine ganze Palette an bereits konservierten, vor allem getrockneten Kräutern, Gewürzen und Früchten aus der ganzen Welt. Die Gewürzmischung ruht 1 Stunde, damit sich die Geschmäcker entfalten und vermischen können. Nach dem Pökeln wird das Salz an den Keulen abgerieben. Man könnte es auch abwaschen. Zusammen mit dem Knoblauch und dem Rosmarin werden sie nun gegart. Konfieren heißt lange sanft garen bei niedriger Temperatur, sodass der Eigengeschmack und die Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Im Wasser würden die Keulen auslaugen. Eigentlich gart man sie in Gänsefett. Olivenöl aber ist leichter und bleibt beim Garen intakt. Es wird bei unter 80 Grad gegart
Der Sinn ist, die Gans ist eher ein zähes Tier. Und durch das ganz langsame Schmoren im eigenen Fett oder wie wir es jetzt machen im Olivenöl, wird das ganz, ganz zart und der Geschmack wird viel feiner. 3 bis 4 Stunden sollen die Keulen nun schmoren. Kürbis ist das Hauptgemüse dieses Chutneys. Er wird zusammen mit den marinierten Zutaten sanft aufgekocht. Sie sollen nicht mehr roh sein, aber auch nicht zum Mus verkocht. Da hilft die Säure des Essigs mit. Dank ihm behalten Früchte und Gemüse einen leichten Biss. Kürbis und Mango sind in einer halben Stunde gar. Danach kommt der Chutney sofort heiß in die Gläser. Wenn der Chutney im Glas ist, ist der Prozess eigentlich noch lange nicht abgeschlossen, weil die verschiedenen Aromen, die Gemüse, die Früchte, Essig, die Säure, der Zucker, das Süße, werden sich erst mit der Zeit langsam verbinden und es gibt eine schöne Harmonie. Nach 2 Wochen ist er vollendet. Kühl gelagert hält er einige Monate. Immer wieder lässt sich bei den Keulen austretendes Eiweiß abschöpfen. Früher, als man noch viel Gänseleber aß, gab es sehr viele günstige Gänsekeulen, die man so verwerten konnte. Die Tradition kommt aus Südfrankreich. Zum Aufbewahren im Kühlschrank bedeckt man sie nun gänzlich mit dem Olivenöl. Es bildet eine luftundurchlässige Decke. Und man soll das Confit wie das Chutney nicht sofort konsumieren. Es verändert sich etwas im Geschmack. Es ist wie mit einem jungen Wein. Die Geschmäcker haben sich noch nicht richtig verbunden. Und wenn es etwas reift, wird der Geschmack intensiver und harmonischer.